Normalerweise schlägt man jetzt natürlich für Rapid, natürlich auch heute so. Aber als Vater eines Riedspielers ist es natürlich für mich doppelt schwer, heute die richtige Entscheidung zu treffen, wahrscheinlich, für wen ich die Daumen zu halten habe. Wenn ich Gartler schießt das 1:0, springt der Vater auf und jubelt dem Sohn zu? Nein, das kann ich sicherlich nicht machen, obwohl ich mich natürlich für ihn innerlich freuen würde. Aber es wäre doch gegen meinen Verein. Wir lassen uns also überraschen, wer heute aufspringt, wer Tore bejubeln darf, wenn das Hütteldorf zu Gast ist im Innviertel. Viel Spaß mit dem Live-Spiel Ried gegen Rapid. Ihr Kommentator ist Oliver Bolzer. Gute Unterhaltung. Grün ist die Modefarbe am ersten Herbstwochenende der Bundesliga-Saison 2012-2013. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Duell der Grünen, auch wenn die einen heute Rot und Blau tragen. Rapid zu Gast in Ried, zwei Mannschaften, die durch und durch grün sind in ihrer Überzeugung. Mal sehen, um schon ein bisschen in der Skifahrersprache zu sprechen, wie blau die Wadeln der Rapidler heute nach den vielen Spielen der letzten Tage sind. Ja, wieder mal eine ganz wichtige Botschaft der Rapid-Fans, die wir hier sehen. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf das, was unten auf dem Feld passiert. Möglicherweise, da haben wir das Schiedsrichterteam aus Vorarlberg. Robert Schöckenhofer ist der Mann, der sich um die Regelkunde kümmert. Heute Matthias Winsauer und Klaus Strasser, die beiden Assistenten an den Linien. Ja, Unterschiede, was das Selbstvertrauen betrifft, gibt es mit Sicherheit. Da haben wir einen der Jubilare von heute, 200. Spiel für Rapid, für Markus alias Mekki Katzer, der heute gleich einmal rechts dran darf. Und für ihn ist es das 300. Bundesligaspiel. Er spielt heute zum 28. Mal gegen Ried, hat dabei bisher 5 Tore erzielt. Ja, und ist auch eher ein Mann, auf den wir heute ganz besonders schauen wollen. 20 Jahre lang bei Rapid in allen Nachwuchsmannschaften. Einmal kurz verliehen und dann seit diesem Sommer bei den Riedern 3 Tore in den ersten 3 Spielen. Es hat fulminant begonnen. Wie es weitergegangen ist, wurde schon besprochen. Wie es heute geht mit vielleicht einer ganz besonderen Motivation, bleibt abzuwarten. Ried in Grün-Schwarz gegen Rapid in Rot-Blau in den Auswärtsdressen. Und mal sehen, mit wie viel Schwung das hier heute losgeht. Burgstaller jetzt einmal über die linke Seite gleich mit der ersten Möglichkeit für Rapid. Die wollen Frust abbauen, gar keine Frage, wollen zeigen, dass es deutlich besser geht als noch am Donnerstag. Das allerdings gilt auch für die Rieder, die zwar vielleicht mit dem Unentschieden gegen Salzburg in der letzten Bundesliga-Runde Selbstvertrauen getankt haben, aber die letzten 4 Spiele auch nicht gewinnen konnten. Hoffmann! So, das hat gedauert, 34 Sekunden bis zur ersten ganz großen Chance für Steffen Hoffmann. Ja, die war riesig, die Chance. Der war auch nicht wirklich bedrängt. Schaut nochmal auf den Rasen, ob da vielleicht was gestört haben könnte. Aber das war die erste ganz große, hervorragende Möglichkeit. Aber deren Möglichkeiten gab es ja auch einige gegen Rosenborg, wo er an der Linie natürlich auch leiden musste. Peter Schöttl, der auch gemeint hat, ja, wenn Daniel A. den reinhaut und es steht 2:2, dann sind wir die großen Gefeierten. Und so muss man halt Prügel einstecken. Aber so ist das bei einem Verein, dem das ganze Fußballland Österreich sehr viel Aufmerksamkeit schenkt. Man kann es nur richtig oder falsch machen, dazwischen gibt es nichts. Zu den Aufstellungen haben Sie auch schon einiges gehört. 4 personelle Umstellungen, 7 Umstellungen in Summe, was auch die Positionen betrifft. Und jetzt die erste Riesenmöglichkeit für die Rieder auf der anderen Seite. Ganz hervorragend kombiniert und herausgespielt. Und jetzt war's. Anel Hacic, der die ganz große Chance hatte nach 1:50. Na, das geht vielversprechend los. 2 Riesenchancen in dieser Partie gleich zu Beginn.
Mal sehen, wer daraus mehr Schwung mitnimmt für das Spiel an sich. Das sind schon Versprechen, die hier abgegeben wurden, sozusagen. Ja, war voll dabei. Schörgenhoff hat es gesehen, hat den Vorteil abgewartet. Alles richtig gemacht. Der Schiedsrichter Burgstaller hätte den viel früher gerne gehört. Da greift er auch in das Foul, hat allerdings schon davor stattgefunden. Haben wir jetzt nicht mehr gut gesehen. Katzer. Trimmel hilft mit. Heute etwas vorgezogen, eben daher Katzer auf dieser rechten Seite im Vergleich zur Aufstellung am Donnerstag gegen Rosenborg Trondheim. Trimmel. Holt den Eckball raus. Das übernimmt Deni Alla. Hat er von dieser Seite gut gemacht, zumindest einmal am Donnerstag. Als der Katzer da war, der war wieder in der Nähe. Der hat per Kopf getroffen gegen Rosenborg. Einwurf Rapid. Schnürt den Gegner da schon zu Beginn der Partie recht fest ein. Sie sehen unten durchlaufen nochmal die Aufstellung der beiden Mannschaften. Aufstellungen der beiden Teams. Wie gesagt, bei den Rittern gerade mal weich von Beginn an als vielleicht kleine Überraschung zum ersten Mal in dieser Saison. Bei Rapid eben. Einige Umstellungen. So, Marcel Koller ist auch hier, der Teamchef. Und interessante Nachbarn. Vielleicht entlockt ihm das eben auch ein Schmunzeln. So wie diese Partie begonnen hat, allemal einen Ausflug wert das Innviertel sowieso auch ohne Fußball, aber heute in dieser schwungvollen Anfangsphase jedenfalls. So, Abschluss Rapid. Als erstes oder zum ersten Mal als Ried-Trainer gegen Rapid, als Altach-Trainer dreimal, einmal davon die 2:7 Niederlage, an die er sich mit Sicherheit noch erinnert, wenngleich nicht gerne. Schame. Den Wechselpass auf Trimmel, Hoffmann und Katzer. Aber auch die Rieder versuchen früh zu stören, den Spielfluss des Rekordmeisters gleich einmal zu unterbrechen. Da gab es ein Handspiel von René Gattler.
Offizielle Zuschauerzahlen gibt es noch keine. Über die sprechen wir natürlich sehr gerne beim ersten ORF-Live-Spiel nach dem Europa League-Geisterspiel. 7.700 haben Platz in der Keine-Sorgen-Arena zu Ried. Und das sieht sehr voll aus. Ganz wenige Sessel sind da frei geblieben. Aber das ist halt dann immer noch was, wenn Rapid zu Gast ist, irgendwo in Österreich. Das hat man auch beim Platzsprecher vorher gehört, der mit sehr viel Enthusiasmus den Rekordmeister als Gast angekündigt hat. Ja, Stimmung bei den Rapid-Fans zu Beginn auch ganz hervorragend. Möglichkeit für Marco Meilinger. Und die Rapid-Abwehr hat bei diesem Homeball wieder nicht gut ausgesehen. So, Meilinger. Ja, also da ist einiges verkehrt gelaufen in der Zuteilung. Trimmel kommt völlig zu spät, der ja eigentlich rechts hinten sich durchaus wohlfühlen dürfte. Aber da in Absprache mit Katzer mit Sicherheit einige Probleme waren. Denn auf Meilinger da hinten haben sie komplett vergessen. Und das ist das Feld, das Katze in jedem Fall, aber vielleicht auch Trimmel zu beackern hat. Möglichkeit, der müsste zu weit sein. Trimmel. Ja, war schon draußen. So wieder einfach Rapid. Ah, ein Fall dabei. Und damit die Möglichkeit für Rapid. Trimmel schlecht auf Hofmann. Einwurf Rapid, das
Ertönt natürlich, Fuchsbichler. Toll und schnell gespielt von den Riedern. Wieder gut von Marco Meilinger, der auch gefault wird. So, da nochmal. Fuchsteufelswild. Wegen einer Out-Entscheidung. Darf an der Linie bleiben. Auf den Rängen ist auch nicht so viel Platz wie gestern beim Spiel von Didi Küper aus Admira. Gut gemacht von Trimmel. Der sollte jetzt ein bisschen Platz haben. Geht da mal durch. Traut er sich. Mann gegen Mann. Oh, schlecht abgelegt von Alain. Interessant wird durchaus, auch wenn ich nicht der ganz große Freund von Statistiken bin, wer hier das erste Tor erzielt. Denn die unmittelbare Vergangenheit hat gezeigt, dass Rapid Probleme hat. Wenn die Mannschaft einen Verlusttreffer hinnehmen muss, nämlich den ersten Treffer in der Partie. So, klares Abseits, richtige Entscheidung, gut gesehen von Klaus Strasser an der Linie. Ball wäre gut, dann geht es auch weiter an diesem Nachmittag. Knapp unter 20 Grad in Ried, leichte Bewölkung, herrliches Fußballwetter, perfekte Stimmung, so wie sich das gehört. Und zwei Mannschaften, die sich hier in der ersten Viertelstunde, die in wenigen Sekunden absolviert ist, hoch motiviert zeigen, sehr viel Tempo drin. Beide Mannschaften nehmen Risiko, spielen durchaus auch aggressiv. Und wir haben auf beiden Seiten zumindest eineinhalb, aber eigentlich schon zwei gute Möglichkeiten gesehen. Ja, vor allem Katzer, hinten in die Beine gelaufen, wenig Absicht dabei, trotzdem zu pfeifen. Alles richtig gemacht, auch bisher vom Schiedsrichterteam aus Vorarlberg. Daniela. Nochmal ablegen für Burgstaller. Schrammel. Ah, da sind beide mit dem gestreckten Bein hingegangen. Schiedsrichter lässt weiterspielen und da muss Königshof eingreifen. Gar keine Frage. Burgstaller ist verletzt. Schüttel macht den Schiedsrichter darauf aufmerksam. Hoffmann. Hat das letzte Mal, glaube ich, mit 7 Jahren ohne blauen Flecken am Abend beim Zudecken. Von Daniel A., der war auch noch nicht draußen. Ganz hervorragend, lässt seine Technik aufblitzen. Schöne Kombinationen, toller Schuss von Sonnleitner und genauso toll die Parade von Gebauer. Egal auf welcher Seite, so muss der Sonntagnachmittag aussehen. Thank you.
Tolle Parade durchaus. Ein wenig die Sicht verstellt, Gebauer. Aber ganz hervorragend. Der Schuss auch sehr gut aufs lange Eck. Und die ersten Nachjustierungen von der Linie durch Heinz Fuchsbichler. 54-jährige Steirer. Prager. Ja, da ist Katzer zu diesem Fehler durchaus gezwungen worden. Meilinger. Oh, den darf man nicht verstolpern. Den darf man nicht verstolpern. Riesenchance, ein bisschen geschupft worden vielleicht. René Gattler, ein Blick auf den Papa da unten, der ist ganz ruhig und reibt sich ein bisschen die Nase. Der sitzt da direkt unter mir. So, wie schwierig war das jetzt für René Gattler? Mit der Nummer 7 macht sich hier auf den Weg. Bleibt den Schritt, ja, das möchte ich dann eigentlich auch nochmal sehen. Ja, war nicht schwer, war schon, aber nicht einfach. War vom Bichler ein wenig bedrängt, aber ich glaube, den darf man schon machen. Boah, vielleicht noch ein bisschen versprungen. Riesenchance für René Gattler in der 19. Minute. Das ist dann schon die dritte ganz große Chance für die Rieder. Hat es auch schon ein paar gegeben. Aber auch da keine klaren Vorteile für eine Mannschaft. Bagger. Ala. Ja. Spielt eigentlich Spitze. So, dann wäre Ate Nuio, Ex-Rieder, Ex-Rapidler, jetzt in der Türkei mittlerweile bei Eskiş Ehirspor. Natürlich auch interessiert, sobald er die Freizeit hat dafür, hier ein bisschen zuzuschauen. Und das dürfte sich heute ganz gut ausgehen. Ich würde meinen, die Rapidler jetzt schon ein bisschen unter Druck. Ried natürlich etwas überlegen, vor allem was die Chancen betrifft. Da ist man zu einigen guten Möglichkeiten gekommen. Da gab es auch was die Positionen betrifft. Einige Unklarheiten jetzt in den letzten Minuten bei Rapid. So, jetzt haben sie wieder Stellung bezogen. Alla wieder vorne. Ball abgefangen. Kulowitz. Ui. Er ist auch misslungen. Immer wieder wild gestikulierend Steffen Hoffmann im Mittelfeld. Hoffmann holt den Ball ab und versucht Burgstaller zu schicken. Kulowitz geht raus, Trimmel zieht nach innen, Sonnleitner teilt ein. Und Meilinger kommt, Handspiel oder nicht. Es gibt Eckball. Ja, also das war keine natürliche Handbewegung. Das war Absicht. Ich glaube, ohne ihn verteidigen zu wollen, Robert Schöckenhofer hat es nicht genau gesehen, ist da vom Blickwinkel dahinter gewesen. Und sein Assistent Winzer auf der anderen Seite muss es auch nicht sehr gut gesehen haben, wie auch immer. Es gibt den Eckball, der ist als Variante nur minimal schlechter als der Freistoß dort an der Strafraumgrenze. Und direkt wäre sich da, glaube ich, auch nicht viel ausgegangen. Wie auch immer, Kulowitz mit einem Handspiel, das zu pfeifen gewesen wäre.
René Gartler. Wird vielleicht nach dieser Riesenchance heute hier vor wenigen Minuten auch noch das eine oder andere Mal den Namen Arnautović hören. Am heutigen Tag, je nachdem wie die Partie heute ausgeht. So, Co-Trainer und Conti-Trainer Paoli oben neben unseren Kameras, versorgt sich da mit einem besseren Überblick. Und Peter Schöttl vermutlich auch mit wichtigen Informationen. Assistent Thomas Hickersberger natürlich neben Peter Schöttl auf der Bank. Hoffmann, dreimal wieder gegen den Lauf von Hoffmann. Und das muss Abschluss geben, das sehen auch alle Spieler so. Schalkow hat kurz zur Ecke gedeutet, hat nur gesehen, abgefälscht. Aber es war ein Rapid-Spieler. So, da haben wir zwei Drittel des Rapid-Betreuerteams. Thomas Sickersberg ist der, der dann auch immer wieder die eine oder andere Freistoß-Variante kreiert und einstudiert mit der Mannschaft. Sonnleitner. Schamme. Daniel Laas, Lästigkeit, macht sich bezahlt für Rapid hier. Hoffmann. Dremel. Kratzer. Braga. Kulowitz. Hier hat er den Vorteil abgewartet. Von Braga war es kein Fall. Ja, das zu lange Beschweren hat sich schon gegen Trondheim ganz böse ausgewirkt. Meilinger. Hoffmann. Die nimmt wieder Fahrt auf nach einer kurzen, ruhigeren Phase Mitte dieser ersten Hälfte. Burgstaller. Kein Loch. Und wieder Meilinger. Bei den Riedern fast alles über die Seite von Marco Meilinger, der sehr beweglich ist, technisch einen guten Tag erwischt hat heute. Ja, Fall von Trimmel an der Hose gezogen. ...6.100 Zuschauer, soeben angezeigt, da ist jetzt die offizielle Zahl, an einem mittlerweile sogar leicht sonnigen Sonntagnachmittag, dem ersten Herbstsonntag dieses Jahres.
dieser Partie. Heute wird das erste Viertel der Meisterschaft abgeschlossen. Die Wiener Austria wird auch nach diesem Spiel an der Tabellenspitze liegen. Trotz 0:1 gestern zu Hause gegen Salzburg. Meilinger. Ja, attackiert, dann einmal der Ball zur Mitte, Trimmel passt auf. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Rapid da hinten in der Defensive Schwierigkeiten hat. Was die Zuordnung betrifft, was die Konsequenz betrifft, was Aggressivität und dann den Mann gehen betrifft. Schicker war das. Der Linksverteidiger von Ried aufgerückt. Hoffmann. Das Platz auf der rechten Seite. Katzer ist da. 1:0. Aber es war Burgstaller dahinter. Katzer hat angesetzt. Dann in der 31. Minute. Guido Burgstaller mit dem 1:0 nach einem hohen Ball. Für einen Moment hatte Hoffmann da auf der rechten Seite nach dem Freistoß. Alla, schnell abgespielt. Hoffmann hatte Platz, guter Laufweg, gute Variante und die Flanke ist hervorragend. Jedoch Burgstaller völlig ohne Gegenspieler. Katzer noch bedrängt, der Ball etwas höher. Das ist das Glück für Rapid, dass sich der da noch ausgeht für den völlig unbedrängten Burgstaller. Ausgehend das Ganze von einem Freistoß, bei dem man halbwegs in Ruhe überlegen konnte. Und da wurde Trimmel niedergerissen davor. Sollte man nicht vergessen, wie das Ganze losgegangen ist. 31. Minute, 1:0 für Rapid. Und jetzt sage ich es noch einmal, nicht um die Ried-Fans ärgern zu wollen, aber die Statistik spricht hier eine klare Sprache in dieser Saison, wann immer Rapid den ersten Treffer erzielt hat, hat dieses Tor auch entschieden. Also letztendlich Rapid gewonnen. Diesmal etwas größer die Distanz. Alaa wird wohl versuchen, den Ball mit links in Richtung Elfmeterpunkt zu bringen, dort, wo die Köpfe jetzt schon rauchen. Wieder wäre es Katzer gewesen, aber da war eine Abseitsposition dabei. Ja, mittlerweile der 6. Assist, der 6. Pass zum Torschützen von Steffen Hoffmann in der 9. Runde. Dazu einen Treffer selbst erzielt. Damit ist er in dieser Scorerwertung natürlich wieder der Beste. Und jetzt wird die Gangart ein bisschen härter auf beiden Seiten. Für Guido Burgstaller das 2. Saisontor. Harry Pichler gegen René Gattler. Ja.
gar nicht ungefährlich. Diesmal greift er ein. Roland Königshofer hat sich da gegen Rosenborg natürlich Kritik anhören müssen, war aber selbst nach dem Spiel der Kritischste gegenüber sich selbst. Steller muss noch ein Stück weg. Der Schritt war's. Hacic und Kolowitz. Habe ich schon wieder Roland Königshofer gesagt? Tut mir sehr leid, es ist natürlich der Lukas. So, da ist er, der Lukas. Der in seinem Leben vielleicht schon recht oft mit dem Rad zum Training gefahren ist, aber dem der Ball lieber ist. Aber halt leider am Donnerstag auch keinen guten Tag erwischt hat mit beiden Toren. Ja, muss Einwurf für Rapid geben. Dann hat der Meilinger noch getroffen. Christopher Trimmel. Burgstaller. Sehr beweglich heute. Auch wieder. Oh, das Bemühen. War ihm am Donnerstag auch nicht abzusprechen. Ja, wie so ist im Fußball, 10 Minuten vor dem Pausenpfiff, kann man ein bisschen zusammenfassen. Ried bis zum Gegentreffer, die Mannschaft, die dem Tor näher war. Auch sehr schön kombiniert hat, sehr aggressiv spielt, Rapid Probleme bereitet, mehr Chancen erarbeitet, aber nicht verwerten konnte. Und dann eben den Verlusttreffer. Die nehmen musste. Schalanala. Und jetzt gibt es die gelbe Karte. Für Thomas Reifelshammer. Hoffmann von der linken Seite. Der probiert das direkt. Gut gemacht von Burgstaller. Ganz hervorragend. Zweimal die Gegner aussteigen lassen. Der dann unbelohnt, denn der war nicht gut. Der Pass. Davor technisch ganz hervorragend. Schicker. Muss einfach für Rapid geben. Na. Das ist komplett verkehrt. Also das ist direkt vor mir passiert, auch direkt vor Peter Schöttl. Das ist eine Fehlentscheidung. Aber naja. Raunzen darf man nur so lange, bis der Ball wieder im Spiel ist. Das könnte noch, ja, Schubser.
hätte gefährlich werden können, denn das ist sich vom Ballabsprung her nicht gut ausgegangen für Reifelshammer. Aber der Schubser zu offensichtlich. So, jetzt fehlt Schrammel einmal hinten. Bichler musste rausrücken. Katzer und Sonnleitner dann schon ein bisschen in Bedrängnis. Eckball ritt durch Meilinger. Clemens Walch hat er schon einmal probiert heute. Ist auch nicht einfach. In der Höhe darf der Ball dann nicht mehr viel steigen. Alles korrekt bisher, kein Foulspiel dabei, auch wenn es sehr eng abgeht. Kombinationsspiel jetzt. Nochmal gut abgelegt, Hoffmann. Den wollte er sich nochmal herrichten und das war die Fehlentscheidung. Oh, wenn er den direkt übernimmt. Steht er ganz alleine vor Gebauer. Da kommt aber, war glaube ich selbst überrascht. Ja, und steht auch nicht gut, um sofort abzudrücken. Also das wäre schwierig geworden. Oder war schwierig. Aber eine gute Möglichkeit. Die jetzt wieder. Hoffmann. Ui, der kriegt den Freistoß auch noch. Eine Gartler. Prager beschwert sich über die Show. Aber es hat funktioniert. Wenn es überhaupt eine Show war. Gerangel hat schon gegeben. So, 4 Minuten noch. Und jetzt Platz für Rapid nach diesem Fehler auf der linken Seite. Missverständnis zwischen Meilinger und Schicker. Burgstaller macht Tempo. Prager, der Platz, der schießt. Und Gebauer entschärft. Und Rapid seit dem 1:0 deutlich stärker. Und das unterstreicht wieder einmal in dieser Saison die Theorie, dass Rapid mit dem Führungstor sich steigern kann. Hoffmann, deutlich mehr Chancen jetzt, auch für die Gäste aus Wien. So, wieder das Duell Prager gegen Gartler. Prager ist der, der hinten bleibt. Clemens Walch ist auf Kulowitz aufgelaufen, wer auch immer von beiden das auch im Plan hatte. So, gelbe Karte, ich glaube, für die Beschwerde. Denn das Foul war so schlimm nicht. Wenn es eins war, wir sehen es gleich nochmal. Naja. Den Ball hat er nicht mehr getroffen.
Ärger ist groß. Mario Reiter um eine Karte reicher. Alla, sich aus dem Spiel heraus immer wieder ein bisschen zurückfallen lässt. Hoffmann. Schrammel. Der hat noch nicht ganz in die Partie gefunden. Da ist schon einiges passiert auf der linken Seite von Rapid. Hoffmann. Hoffmann. Trimmel. Und nochmal Guido Burgstaller bedienen. Eckball ist es geworden. Daniela. Jetzt gibt es einen Wurf. Eine Minute Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Rapid führt mit 1:0 durch den Treffer von Guido Burgstaller per Kopf in der 31. Minute. Bis dahin die Rieder eigentlich mit den größeren Chancen, mit guten Kombinationen aus dem Spiel heraus, mit einer flotten linken Seite, aber auch mit durchaus gefährlichen Angriffen über rechts, mit Varianten. Und mit Schockzustand seit dem Gegentreffer. Rapid hingegen konnte sich steigern. Jetzt nochmal Freistoßmöglichkeit zum Schluss der ersten Hälfte. Das wird wohl das Letzte sein, was wir jetzt hier sehen. Und die Position ist nicht schlecht. Ich bin nicht sicher, ob er ihn überhaupt berührt hat. Bein stehen gelassen, ja. Das dann in der Hektik zu erkennen, ist nicht so einfach. Anel Hacic wird Lukas Königshofer testen. Drei-Mann-Mauer. Hoffmann, Burgstaller, Alla. Keine Gefahr. Und das war dann die erste Hälfte. Der Pausenpfiff hier in Ried. Das Spitzenspiel der 9. Runde hat uns eine schwungvolle erste Hälfte gebracht mit besseren Chancen für Ried, mit dem Tor für Rapid und damit die Pausenführung auch für die Gäste aus Wien. Aber das verspricht eine interessante zweite Hälfte zu werden, denn es ist nicht nur schwungvoll losgegangen, sondern auch schwungvoll dahin in dieser ersten Hälfte, wie gesagt, mit einer Mannschaft aus dem Innviertel, die hier in der ersten Hälfte die besseren, größeren Chancen hatte zu Beginn. Schon in der zweiten Minute Hacic, Schmeilinger und dann auch Gartler mit einer, wie es so schön heißt, hundertprozentigen Möglichkeit. Also, viele Chancen und die erste Stimme zu dieser ersten Hälfte hören wir jetzt bei Reinhard Walkenberger. Es gab einige Großchancen für Ried. Das Tor hat aber Rapid gemacht, genau gesagt Guido Burgstaller. Zu einem Zeitpunkt, dass man glaubte, Rapid müsste in Führung, Ried müsste in Führung gehen. Ja, ich glaube, wir haben die erste hundertprozentige Chance gehabt vom Steff. Wo es, glaube ich, über den Fuß oder ein bisschen drüber gerutscht ist. Das war, glaube ich, normal macht er den im Training blind. Und ja, dann ist Ried ein bisschen gekommen, haben auch zwei, drei gute Chancenmöglichkeiten gehabt. Aber ich glaube, die von der ersten Hälfte, die letzten Minuten kamen wieder uns. Ich glaube, der Prager hat eine gute Chance gehabt, Steff noch einmal und mein Kopfball und ja, es passt einmal dabei. Guido, es ist so, wenn Rapid geführt hat, dann gibt Rapid die Führung nicht mehr her. Wird das so sein jetzt? Ja, wir wollen es ja nicht mehr hergeben. Also, wenn wir alles dran geben, dass wir die drüber bringen. Wir brauchen heute drei Punkte, das ist ganz wichtig für uns ja, und jetzt werden wir 100% gehen. Danke und alles Gute, Guido Burgstaller. Danke vielmals. In Kürze die Analyse.
Rapid führt in Ried zur Pause mit 1:0. Roman, die Frage ist, wie sehr ist die grün-weiße Frustbewältigung bis jetzt gelungen aus deiner Sicht nach der Europa-League-Niederlage? Ja, heute zählt ja ganz einfach nur das Resultat und das spricht für eine positive Frustbewältigung. Sie sind vorne, gar nicht einmal unverdient. Die Leistung selbst, speziell in der Defensive, könnte wahrscheinlich besser sein, aber im Moment, was Frustbewältigung betrifft, läuft es ganz gut für die Hütteldorfer. Schön auch für die Zuseher. Die Partie hat sehr schwungvoll begonnen und gleich mit je einer Riesenchance in den ersten 120 Sekunden. Wir sehen zunächst einmal Rapid, dass da, wenn man es positiv formuliert, glücklich zu einer Tormöglichkeit kommt in der Entstehung. Ja, genau. Dan Burgstahl aber schön in den Rücken der Abwehr und Steffen Hofmann hat dort schon auch einmal ein Tor erzielt. Es fehlt im Moment so ein bisschen die Abschlussstärke bei ihm, wie man sie schon hatte. Fehler war hier auch auf der rechten Seite Hinum, der sehr früh rausgerückt ist, obwohl seine Mannschaftskollegen den Ball noch gar nicht gesichert haben. Dadurch ist Burgstahler da hinten alleine gewesen und der Ball kommt, glaube ich, vom Schrammel eher erst versehen dort auf die Abwehr. Ja, und auf der anderen Seite, keine 2 Minuten sind gespielt. Super Ferschel von Meiling und Hacic hat die Riesenchance. Ja, ganz tolle Aktion der Rieder. Und da hilft ihm keiner mehr. Muss er machen. Es muss ein Tor sein, ja. Ganz genau. Es muss ein Tor sein, auch wenn Königshofer von mir aus sich breit macht und schnell rauskommt. Aber den Spieler kann er, glaube ich, mit der Innenseite, mit dem Linken einfach ins andere Eck schieben und dann hat der Torhüter keine Chance. Also da gibt es dann nicht viel Entschuldigung dafür. Roman hat die Rapid-Defensivabteilung angesprochen, die Probleme hat. Wir sehen es auch in der nächsten Szene. Meilinger, der sehr umtriebig, auffällig spielt heute mit der nächsten Riesenchance für die Rieder. Ja, Meilinger, du sagst es richtig, macht ein gutes Spiel. Gute Flanke hier. Und da kommt Meilinger. Er springt zwar auf im 5 Meter, aber ich glaube, mit dem Kopf wäre die bessere Lösung gewesen. Auch Königshofer muss man hier besprechen, ob er nicht vielleicht da raus muss. Die Flanke selbst war wirklich wunderschön. Und ich denke, mit dem Kopf wäre es die bessere Lösung gewesen. Ja, und dann noch so eine Szene, die Rapid-Verunsicherung in der Abwehr unterstreicht. Da wird zwar letztendlich auf ein Abseits entschieden, ganz knapp, aber es geht mehr um den Fehler hier. Ja, Katzer macht nicht so eine glückliche Figur auf der rechten Seite. Auch da war es so, dass er sich den Ball immer auf den linken umlegen möchte. Dann dieser verunglückte Schuss von Meilinger. Und ja, ich glaube, man sitzt dann in einer Einstellung, der Linienrichter hat fälschlicherweise, also der Assistent, auf Abseits entschieden. Aber auch das ist eine Möglichkeit, die Gartler, die muss er einfach machen. Erinnert ein bisschen an die Chance von Arnautovic gegen die Deutschen, würde ich sagen. Und da hat der Kolle nachher gemeint, die Konzentration war nicht voll da. Und das, glaube ich, trifft in diesem Fall auch gut zu. Also, Ried in dieser Phase mit Top-Chancen. Die Führung liegt irgendwie in der Luft, aber dann schaffen die Rapidler eben das erste Tor, das 1:0. Und da gibt es auch einiges zu besprechen, Roman. Schauen wir uns die Szene in aller Ruhe an. Standard, ja, Meilinger, der in der Offensive sehr, sehr gut spielt, schläft hier, wenn wir es kurz laufen lassen. Im Vordergrund, der Rieder im Vordergrund ist das. Geht schon, lassen wir sie spielen. Ja, Meilinger, Hofmann löst sich, Ahler überreißt es sofort, steiler Pass, die Flanke ist perfekt und Burgstaller ganz allein am 5 Meter. Noch einmal Fehler zuerst von Meilinger, der die Situation verschläft und wir haben eine zweite Einstellung, wo man sieht, dass im Zentrum Reifelshaller zuerst bei Burgstaller ist, sich dann aber in Richtung Tormitte von ihm wegorientiert und ihm so alleine zum Köpfeln lässt. Also da hat es Abstimmungsschwierigkeiten in der Verteidigung gegeben, die so natürlich nicht passieren dürfen. Schöne Standardsituation an der Rapidler, perfekte Flanke von Hofmann. Meilinger verschläft den ersten Pass und in der Mitte dann Reifelshaller als Burgstaller alleine. Ja, und so führt eben Rapid hier in Ried mit 1:0 hier in Ried, wo mein nächster Gast 12 Jahre lang gespielt hat, wo mein nächster Gast ja, mit 25 schon als Zuschauer ist, weil er seine Karriere beenden musste. Herzlich willkommen, Peter Hackmeier. Wie sehr fehlt der Profifußball? Im Moment gar nicht. Also ich bin echt erstaunt, wie viel Abstand ich schon zum Fußball gewonnen habe und bin natürlich heute als Fan hier und fieber mit der Rieder Mannschaft natürlich mit und würde mich freuen, wenn es das Spiel noch umdrehen. Wie hat die Partie bis jetzt gefallen? Grundsätzlich bis auf die Chancenverwertung sehr gut. Also meiner Meinung nach ist Ried klar die bessere Mannschaft. Dass Rapid natürlich aus jeder Chance ein Tor machen kann, das wissen sie eigentlich, aber jetzt haben sie noch 45 Minuten Zeit, um das umzudrehen. Peter, Sie haben uns was mitgebracht. Ihr Buch, das Sie selbst geschrieben haben, das jetzt ganz aktuell herauskommt, das heißt Träume verändern. Worum geht es ganz konkret? Was sind so die Schlagworte? Ja, es sind ein paar Sätze schwer zum sagen, aber natürlich um all die Höhen und Tiefen, die der Beruf Fußballprofi mit sich bringt. Ich habe sehr schöne Erlebnisse gehabt, aber natürlich auch viele Rückschläge, viele Verletzungen gehabt, wo ich auch sehr profitiert habe davon und habe auch viele Themen in dem Buch behandelt, wie Sponsoren, wie Medien,
Wie geht man mit Druck um als Fußballprofi? Also es ist ein sehr spannender Mix aus biografischem, aber auch aus kritischen Meinungen zu Themen im Fußball. Wie viel Spaß hat da diese Art von Arbeit gemacht? Ja, sehr viel Spaß, sonst wäre es gar nicht zu dem Buch gekommen. Also das hat sich wirklich zu einer Leidenschaft entwickelt. Ich bin dort Abende, Nächte dran gesessen oder Riesenfreude gemacht. Und die Idee, dass es ein Buch wird, ist eigentlich relativ spät erst gekommen. Und ja, umso stolzer bin ich, dass ich es jetzt in den Händen habe. Ja, dann sage ich danke vielmals, Peter Hackmeier. Roman, ja, wünscht sich natürlich, dass die Rieder die Partie umdrehen. Wie stehen die Chancen aus deiner Sicht? Sind zwei Mannschaften auf Augenhöhe bis jetzt eigentlich am Werk gewesen? Ja, natürlich. Die Chancen der Oberösterreicher sind durchaus intakt. Wenn sie weiterhin zu so guten Möglichkeiten kommen, natürlich haben sie dann auch noch die Möglichkeit, diese Partie zu drehen. Sie müssen sie halt verwerten, müssen aber selbst in der Defensive aufpassen, dass sie es den Grün-Weißen nicht zu leicht machen, zum 2:0 zu kommen, denn das wäre die Vorentscheidung meiner Meinung nach. 45 Minuten noch Zeit für die Rieder in dieser Partie zurückzukehren oder 45 Minuten Zeit für Rapid, hier drei wichtige Punkte zu machen. 1:0 steht's nach dem Tor von Burgstaller. Gleich beginnt die zweite Spielhälfte und dann meldet sich wieder Ihr Kommentator Oliver Polzer. Zurück in der Keine-Sorgen-Arena in Ried gibt es einen Wechsel bei Rapid. Lukas Grozorek ist der neue Mann aus dem Spiel. Markus Katzer. Und das wird vermutlich bedeuten, dass Trimmel rechts nach hinten geht, dort wo Katzer zu finden war, und Grozorek ins Mittelfeld. Dort verschiebt sich natürlich ein bisschen was. Das werden wir uns gleich einmal anschauen. Pausenstand also 1:0 für Rapid durch den Treffer von Guido Burgstaller in der 31. Minute nach einem hohen Ball von Steffen Hoffmann. Und jetzt gibt es Anstoß auch für die Gäste aus Wien, die hier in der ersten Hälfte nicht unbedingt die stärkere Mannschaft waren. Auch hier in dieser Hälfte nur wenige Sekunden bis zur vielleicht ersten attraktiven Szene. Freistoß für die Rieder jetzt, Tadic. Aber da war nicht viel Gefahr. So, jetzt Freistoß für Rapid. Ellbogen im Spiel, das darf nicht sein, keine Frage. Zurück und nicht schlecht. Korrekt in diesem Fall, sagt der Schiedsrichter Grozorek. Also links im Mittelfeld. Voll am Prager jetzt. Ja, und da darf man dann schon auch die gelbe Karte ziehen. Da war überhaupt kein Ball mehr im Spiel. Das hat er auch blockiert. Sich beschwert vielmehr.
Thomas Prager. Bichler. Ja, von der Idee her nicht schlecht, da Burgstaller noch mal zu schicken. Ausspielung, genau. Eigene Mann. Kulowitz ist mit Pichler zusammengekracht. Den, glaube ich, irgendwo in der Brustgegend erwischt. Ja, da ist es passiert. Den Ellbogen, glaube ich, hat er abbekommen vom Pichler. Angelegenheit und höchst schmerzhaft, kann ich mir vorstellen. Pichler ist schon vorbeigekommen, um sich zu entschuldigen. Gelb sein. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. Erste gelbe Karte für einen Rapid-Spieler in dieser Partie. Vorstellen, dass Ildis noch ins Spiel kommt bei Rapid, der sich schon in der Pause mit einem Betreuer länger unterhalten. Und jetzt Glück für Rapid. Da hat kein Riedspieler mehr richtig Druck auf den Ball bekommen und Lukas Königshofer die Übersicht bewahrt. Wieder ein Fall von Kulowitz, der sich nicht viel beschweren darf. Ja, auch das war recht offensichtlich. Falsch. Gartler. Ja, gefühlvoll zur Mitte. Viel auf engstem Raum, aber jetzt Platz für Hoffmann mit sehr viel Überblick. Danny Allard. Mir ist der Eckball, schaut nicht raus. Wieder schnell im Rückzug.
So, das wird wieder Chefsache bei Rapid. Steffen Hoffmann. Burgstaller, Pichler, Grozurek, Sonnleitner, Trimmel, alle mit nach vorne. Deniola gewohnterweise außerhalb des 16ers. Und jetzt wieder Hoffmann. Zweite Möglichkeit. Burgstaller, der springt ihn weg. Hala! Der Schöttl und sein Buchhalter, Thomas Sickersberger. Burgstaller. Schöner Fall A. Und das geht sich um ein paar Zentimeter nicht ausgebaut. Gut mitgespielt hier. Aber auch noch nicht viel falsch gemacht hat. Auch beim Gegentreffer, den wuchtigen Kopfball. Außerhalb des 5-Meter-Raums der Burgstaller wenig mitzureden hatte. Gute Möglichkeit für René Gattler, der es mit dem Außenriss des rechten Fußes probiert. Ob das die richtige Entscheidung war? Wollte ihn, glaube ich, aus seiner Sicht links an Königshofer vorbei. Oder ganz einfach auch nur irgendwie und mit Wucht ins Tor versorgen. Deniola. Ganz auf der anderen Seite wäre Hoffmann, aber der geht sich dorthin nicht aus. So, jetzt hat das Spiel wieder etwas Fahrt aufgenommen. Der war nicht unwichtig von Pichler aus Rapid-Sicht. Ja, guter Schuss. Toller Schuss jetzt. Von Clemens Walch aus der Distanz. Gute Reaktion auch hier von Lukas Königshofer. Möglicherweise gar nicht einfach gegen die tiefstehende Sonne. Könnte ich mir vorstellen. Ja, und damit wieder einige Chancen mehr für die Rieder. So wie in der ersten Hälfte. So, nochmal, Clemens Walch, der
dann auch nicht zur Genüge attackiert wird von Kozurek. Der lässt irgendwann plötzlich ab. Wieder weich. Jetzt zweiter Sieger gegen Schramme. Tadžić. So, nochmal der Schuss von Clemens Weich. Bichler will sich noch dazwischen schmeißen, tut aber wohl gut daran, nicht mehr einzugreifen. Lukas Königshofer noch nicht oft geprüft in dieser zweiten Hälfte, macht alles richtig. Zu verstehen, dieses Foul, abgesehen davon, dass es sehr offensichtlich war, an dieser Position keine Gefahr im Verzug. Aber er mit dem Fehler vorhin daher vielleicht das Foul aus Frust. Meilinger. Die Bauer zeigt, dass er es auch ohne Hände kann. Kozurek. Schön gemacht. Burgstaller, Burgstaller! Und jetzt braucht er die Hände. Erste wirklich gute Möglichkeit von Rapid. Gar nicht schlechter, aber das Stellungsspiel von Gebauer auch hervorragend. Keine Chance mehr dafür, Alla, auch wenn Gebauer nachfassen muss. Heikkinen und Gerson werden nochmal zum Aufwärmen geschickt. Beut und Dobras zurückgeholt. Foul von Trimmel. Eine schlechte Freistoßposition für die Rieder. Etwas mehr als eine Stunde mittlerweile gespielt. Nach wie vor führt Rapid hier gegen Ried mit 1:0 durch Guido Burgstaller in der 31. Minute. Lattenkreuz jetzt in dieser Situation gut hereingetragen von Hacic, der Freistoß hier nochmal. Ah, das war mit der Schulter, wenn nicht mit dem Oberarm von René Gattler.
Das würde ich gerne noch mal sehen. Gute Möglichkeit im Gegensatz zu dieser hier. Jetzt in der 63. Minute für die Rieder, respektive für René Gartler, den Ex-Rapidler. So, hier nochmal. Nein, das ist Handspiel. Das ist Handspiel. Klares Handspiel. Der Schiedsrichter hätte es nicht gesehen. Nichts draus geworden. Das war der Ellbogen. So, die Denkwerkstätte der SV Jos Kurit. Auch hier gibt es einen, der die Unterlagen auf Stand hält. Im Moment sieht es ein bisschen nach Unordnung aus dort. Gerhard Schweizer ist am Sortieren. Tut dasselbe mit seinen Gedanken, ganz offensichtlich. Ried nicht schlecht ausgerichtet, auch in der zweiten Hälfte. Und die ganz große Gefahr will zu selten entstehen. Beim letzten Mal regelwidrig. Durch den Ellbogen von Gartler ansonsten. Gegen Pichler schon zuvor etwas zerfahren, das Ganze jetzt. So, jetzt haben wir Platz auf der linken Seite. Burgstaller, Alain in der Mitte, Hoffmann. Den wollte Alain noch bedienen. Konzeptvoll ist im Moment auf beiden Seiten. Auch hier wieder das Foul. Schramme holt sich gelb ab. So, Clemens Walch geht. Hat den einen oder anderen Distanzschuss abgegeben. Und für ihn jetzt mit der Nummer 13 Markus Grössinger ins Spiel gekommen. Der jetzt gerade rechts aus dem Bildrand verabschiedet hat, also in dieser Situation wohl nicht eingreifen wird. Die Position von Walch übernimmt.
Karte für Thomas Schramme. Etwas mehr als 20 Minuten geht es noch hier in Ried beim Spielstand von 1:0 für Rapid. Ja, warum nicht? Mario Reiter. Den Versuch aus der Distanz. Schon im Abseits. So, jetzt ist es gleich soweit. Mohamed Indis wird ins Spiel kommen. Ja, noch vor diesem Freistoß für Thomas Prager. Hacic Richtung zweite Stange. Und ja, geht auf die Knie vor dem Ball. Ja, Rapid-Fans da hinten im Sektor feiern für zwei Spiele. Eines fällt ihnen halt. Das vom letzten Donnerstag, aber leider gibt es ein paar, die noch immer nicht schlauer sind. Ja, mal sehen, ob wir noch einen Treffer sehen. Der Rapid-Sektor wird ihn möglicherweise verpassen. Zweiter Ball ist wichtig, da war er. Ja, das war schwierig. Der geht sich nicht aus, da beschwert sich Hoffmann auch. Der war von drei Spielern bedrängt.
entweder früher oder woanders. Ja, das kann schön in die Hose gehen. Und das jetzt, wenn man die Regeln einhält und daher die eine Chance von vorhin ausnimmt, von René Carter die größte der Rieder. Ja, aber aufs Tor muss er dann zumindest schon gehen. War nicht einfach, Ball lang unterwegs, Gegenspieler noch davor, René Gadler. Einmal mehr nahe dran, seinem Ex-Club eine zu verpassen. Strafraumgrenze oder nicht? Puh, da bin ich gespannt auf die Wiederholung. Kann auch nicht genau sagen. Ja, jetzt gibt es den Freistoß für Ried. Ja, weiß nicht. So irgendwie aufgrund der Reaktionen. Also wenn dann was im Strafraum. Ja, Reiter. Also den Ball hat er mal nicht gehabt in dieser Aktion. Puh. War Ried jetzt gut bedient bei dieser Entscheidung? So, Zul geht, Nacho kommt, das ist der Wechsel. Burgstaller die gelbe Karte ab. Das sieht nach einer recht hektischen Schlussphase aus jetzt. Bisschen zu weit vorgelegt, da hat dann noch mal etwas Glück. Noch mal Ala. Aha. Eine Abseitsentscheidung. Foul war keins dabei. Nochmal die Räder, denen läuft die Zeit jetzt ein wenig davon. Weiter. Räder versuchen nochmal Schwung reinzubringen in diese Partie. Der Rapid mittlerweile 4 Spieler mit Gelb belastet. In dieser Partie. Eno. So, die Eckfahne hat es nicht überlebt. Ein Foul war dabei. Gegen Markus Grössinger von Schrammel. Ich will den Werkstattmeister geben, aber das will Schöckhofer repariert haben hier und es wird auch fachgerecht repariert, natürlich. Na freilich, 1A. So, Freistoß für die Rieder. Schicker.
Ziegel. Dann nochmal Eckball. Bichler. Hoffmann. Etwas mehr als 10 Minuten noch. Rapid führt seit der 31. Minute mit 1:0. Aber die drei Punkte sind hier noch keineswegs sicher. Den Ritt drückt an in dieser Schlussphase. Spielt im Moment nur eine Mannschaft. Rapid am Verteidigen. Nach vorne geht wenig, was Hand und Fuß hat. Toll von Grössinger. Und Ritt bleibt bissig jetzt in dieser Schlussphase. Einwurf Rapid. Fuchsbichler im Gespräch mit Reifelzammer. Da unten haben sie jetzt nicht sehen können. Schickt den auch immer wieder nach vorne, glaube ich. Vor allem bei den ruhenden Bällen, Eckbällen und ähnlichen Situationen soll der großgewachsene Innenverteidiger ruhig mit vor. Reiter. Nacho rechts. Ui. Nochmal gut vorgelegt. Ja, und da muss man zumindest das Tor treffen. Aus dieser Distanz darf man schon in Richtung Netz. Treffen. Was auch immer dann der Torhüter noch schafft. Ist aufgestützt, Freistoß Rapid. Da hat natürlich keiner mehr eilig, 9 Minuten vor dem Ende beim Spielstand von 1:0. Daniel A. wird den mit links zur Mitte bringen. Die großen kopfballkräftigen Spieler sind mit vorne. Trimmel. Nur so schlecht war der gar nicht von Schrammel. So, nochmal ein Wechsel. Bei den Riedern wird Rickler ins Spiel kommen und Ziegel aus dem Spiel gehen. Jan-Marc Rickler. War noch fraglich vor der Partie, aber für die letzten Minuten sollte es sich ausgehen. SV Joskurit bleiben noch etwas mehr als 8 Minuten mit Nachspielzeit, um den Ausgleich zu erzielen. Jetzt ist die Chance riesengroß. Bichler, kein Foul hier. Zwei Spieler gegen den neuen Mann. Gegen Jan-Marc Rickler. Jetzt soll wieder Daniel A. werden. Mit links. Hoffmann. Nochmal flach zur Mitte. Der muss drin sein. Und da ist das 2:0 für Trimmel. Für Rapid durch Trimmel in der 84. Minute. Das ist wohl die Entscheidung, wenn hier in der Schlussphase nicht mehr allzu viel passiert. Und da hat jetzt Ritt etwas geschlafen hinten. So, hinten Trimmel völlig alleine. Au weh, au weh, au weh, da haben sie geschlafen. Und jetzt wird sich hier
fürchte ich, vor allem Schicker einiges anhören müssen. Der da hinten nur reklamiert, die Hand in die Höhe reißt. Zuerst fährt Burgstaller daneben. Da kommt Schicker natürlich viel zu spät. Trimmel ganz alleine, da wirft er seine Knochen noch ins Spiel. Gebauer weiß gar nicht, in welche Ecke er zuerst fliegen muss und ist dann natürlich zu Recht sauer auf seine Verteidigung hier. Christopher Trimmel mit seinem zweiten Treffer in dieser Saison. Und das ist wohl die Entscheidung in dieser Partie gewesen. Und so kann das laufen. Über die bisher 84, 85 Minuten Ried mit den besseren, mit der Mehrzahl an Chancen. Aber ohne Treffer. Und das rächt sich bitter. Und wieder war Hoffmann der Assistgeber. Wieder einmal hat er sich bezahlt gemacht, dass er nachlegt. Burgstaller geht jetzt raus, für ihn kommt Heikkinen, auch das bringt wieder ein bisschen Zeit. Wenngleich ich behaupte, dass das hier durch ist. Zu viele Chancen vergeben, das kennt der Rapid nur zu gut noch vom letzten Donnerstag. Das kennt das österreichische Nationalteam und das bewahrheitet sich auch heute wieder hier. Ried hat hier absolut mitgespielt. Ich behaupte sogar mehr vors Tor erarbeitet. Mehr vor dem Tor erarbeitet, aber am Ende des Tages zählt halt dann, wer öfter jubeln durfte. Auch wenn die Chancen weniger waren als beim Gegner. Ildis. Single und Einwurf Rapid muss das sein. Und da weiter Einwurf und ein Foul von Daniel La, hat der Schiedsrichter gesehen. 4 Minuten noch, knapp ohne Nachspielzeit. Die wird es geben, zumindest 2 Minuten. Da bin ich mir sicher. Und vielleicht auch noch die eine oder andere Möglichkeit für die Rieder. Da jetzt den Freistoß. Anschluss an die Partie sehen Sie nicht nur die Analyse, sondern auch eine verkürzte Version der Sendung Sport am Sonntag hier aus dem Rieder Stadion mit Boris Kastner-Jirka. Und jetzt vielleicht noch eine heiße Schlussphase. So 5 Minuten wird schon noch gehen, inklusive Nachspielzeit. Vielleicht die Rieder jetzt hier eine Steigerung in der Chancenauswertung von 200-300% brauchen. Ja, war ein Foul gegen Ildis, das hat jeder hier im Stadion gesehen, mit einer Ausnahme. Heikkinen mit all seiner Routine. Peter Schöttl beschwert sich in diesem Fall völlig zu Recht beim vierten Mann. So, hier der Treffer nochmal. Da hat Trimmel alle Zeit der Welt, sich den Ball herzurichten. Völlig alleine gelassen. Die Rieder haben dann natürlich schon sehr viel nach vorne investiert. Aber in diesem Fall war es wieder mal das Warten auf eine Schiedsrichterentscheidung, das Beschweren. Andreas Schicker. Im speziellen Fall. Der Trimmel völlig allein gelassen hat. Schaffer. Guter Ball zur Mitte von Hoffmann, damit der 7. Assist in seinem, wie ich meine, sehr guten Jubiläumsspiel im 300. in der österreichischen Bundesliga. Natürlich für Rapid. Ja.
136 Spiele fehlen Steffen Hoffmann übrigens noch, um Rapids Rekordspieler einzuholen. Der steht unten an der Linie, Peter Schöttl. 436 Spiele 1986 bis 2001. Mit den 300 Spielen inklusive heute ist Steffen Hoffmann die Nummer 8 bei Rapid. Die zweitmeisten hat ein gewisser Michael Konsel mit 395 Partien. Also Hoffmann braucht noch so ungefähr 3,5 Saisonen, wenn er jedes Spiel spielt, um ihn einzuholen. Und nochmal Eckball für die Rieder. Wir sind schon in der 90. Minute. Hancic und Pichler haben sich besser kennengelernt. Und können beide weitermachen. Ja, Gestocher, aber kein Ballklick für die Rieder. Und Abstoß Rapid. Die drei Punkte sind vergeben hier, auch wenn es jetzt gleich die Anzeige der Nachspielzeit gibt. 3 Minuten. In 3 Minuten geht viel, aber aufgrund des bisherigen Spielverlaufs wohl für die Rieder nicht genug, um diese Partie hier noch so zu drehen, dass was Zählbares dabei herausspringt. Und die Statistik dürfte in diesem Fall recht behalten. Rapid hat den ersten Treffer erzielt und wird damit wohl auch die Partie gewinnen. Rapid war letzte Saison gegen Ried ungeschlagen. Das ist das bisher in dieser, danach dem Spiel auch, wenn es denn so bleibt. Bei den Zahlen sind. Rapid hat von den letzten 12 Bundesligaspielen 8:0 gewonnen. Heute sieht es danach aus, als ob das 9. dazukommt. 3x 8:0 verloren. Und das ist dann auch der Beweis für diese Statistik, dass das erste Tor bei Rapid in dieser Saison noch immer entschieden hat. 0:0 gegen die Admira natürlich nicht. Hat es auf jeder Seite gegeben, sonst nicht zu viele Unterbrechungen, aber die 3 Minuten gehen in Ordnung. Eine halbe Minute pro Wechsel ist die Daumenrechnung. Ried damit seit 5 Bundesligaspielen ohne Sieg. 3 Niederlagen, dann das 1:1 gegen Salzburg in der letzten Runde und jetzt wohl die Niederlage zu Hause gegen Rapid. Der letzte Bundesligasieg, das 3:2 in Wiener Neustadt am 12. August. Und zu Hause hat man in dieser Saison dann schon 4 von 5 Partien verloren. Und von den letzten 8 Heimspielen nur eines gewonnen. Wenn diese Partie jetzt so endet und davon können wir stark ausgehen, denn in Kürze der Schlusspfiff des Schiedsrichters. Die Frustbewältigung ist bei Rapid mit Sicherheit gelungen, auch wenn man hier nicht klar dominant war. Auswärts bei Ried, die Rieder hier gut mitgespielt haben, aber die vor allem in der ersten Hälfte riesengroßen Möglichkeiten überhaupt nicht genützt haben. So war Rapid in der Chancenauswertung sehr effizient und darf hier einen wichtigen Sieg bejubeln. Rapid gewinnt bei Ried mit 3:0 durch die Treffer von Burgstall in der 31. Minute und Trimmel in der 84. Minute. Das in jedem Fall, das 2:0, war mit Sicherheit ein Geschenk der Rieder, denn da hat man überhaupt nicht aufgepasst. Hinten Rapid rehabilitiert sich ein wenig für die Niederlage in der Europa League und bei den Riedern wird der Frust ein wenig größer, der sich da auch in den letzten Partien mit Ausnahme 1:1 auswärts bei Salzburg aufgebaut hat.
Ja, in der Tabelle bedeutet das für Rapid wieder etwas Anschluss an die Wiener Austria, aber das wird in Kürze natürlich auch noch besprochen. Also, Rapid gewinnt hier zum Abschluss des ersten Meisterschaftsviertels bei Ried mit 2:0. Alle Stimmen, alle Analysen gibt es jetzt unten auf dem Rasen bei unseren zwei Experten, Boris Kastner-Jirka und Roman Melich. Viel Spaß noch. Ja, zunächst einmal gibt es eine kurze Einschätzung von Roman Melich. Das 2:0, das Ergebnis vor allem, schmeichelt das Rapid ein wenig am heutigen Nachmittag. So würde ich es nicht ausdrücken. Sie haben ganz einfach ihre Chancen besser verwertet als die Rieder. Beide Mannschaften haben das Tempo relativ hoch gehalten, würde ich sagen. Die Technik der Spieler hat leider oft den Schritt halten können. Es waren viele Ballfehler, unnötige, ohne Druck, sehr wenig Ballstaffetten. Ich glaube, 4-5 Pässe hintereinander in einer Mannschaft war Rekord, was ich mitgezählt habe. Aber unverdient ist der Sieg nicht, ganz einfach, weil die Rieder es nicht verstanden haben, Druck zu erzeugen, auch aufgrund technischer Mängel, und die paar Chancen, die sie dann hatten, stümperhaft nicht verwertet haben. Wir können gleich noch in ein paar Minuten noch mehr ins Detail gehen. Dann gibt es noch einmal die wichtigsten Szenen, die Reaktionen aus beiden Lagern. Und dann gibt es auch noch einmal eine Zusammenfassung der Geschehnisse von gestern Abend. Falls Sie es nicht gesehen haben, die Kübauer stand da einmal mehr im Mittelpunkt. Und es gibt auch noch wichtige Reaktionen nach dem Formel 1 Grand Prix von Singapur. Das alles, wie gesagt, in ein paar Minuten in Sport am Sonntag live hier aus Ried. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Sport am Sonntag mit Boris Kastner-Jirka. Rapid gewinnt zum Abschluss der 9. Runde in der Fußball-Bundesliga hier in Ried mit 2:0. Sebastian Vettel gewinnt den Formel 1 Grand Prix von Singapur und Matthias Wagner gewinnt die Motocross-Weltmeisterschaft in Deutschland. Herzlich willkommen, das sind die Schlagzeilen an diesem heutigen Sonntag. Ich begrüße Sie zu einer verkürzten Ausgabe von Sport am Sonntag, und zunächst steht natürlich noch einmal das sonntägliche Bundesliga-Live-Spiel eben zwischen Rapid und Ried im Mittelpunkt. Ja, bei mir ist Roman Melich, du hast schon gesagt, das 2:0 geht in Ordnung, weil Rapid einfach die Chancen genutzt hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, Ried weiter mit großen Problemen, vor allem jetzt auch in den Heimspielen. Jahrelang war man da eine große Festung. Wie viel Sorgen muss man sich da jetzt schon machen im Moment? Man ist jetzt hinten drinnen in der Tabelle und hat diese Position unter Anführungszeichen einmal gefestigt. Naja, großartig hat sich für die Rieder nach diesem Spiel ja nichts verändert. Die Tabelle ist nach wie vor dieselbe. Ich glaube, sie stehen bei 10 Punkten. Dann gibt es einen Bulk mit 12 Punkten. Und dann gibt es natürlich zum Glück für viele andere noch im Moment die Innsbrucker und die Neustädter. Also von der Tabelle her, da sehe ich jetzt kein Problem aus Sicht der Oberösterreicher. Ist das hier noch die Keine-Sorgen-Arena für die Rieder? Ja, denke ich schon. Ich glaube nicht, dass man unbedingt jetzt aus Rieder Sicht da Punkte oder einen Sieg gegen Rapid auch in einem Heimspiel einplanen kann. Bei uns ist Peter Schöttl, Gratulation. Die Frustbewältigung sozusagen ist gelungen. Sie haben natürlich gesagt nach der Trondheim-Niederlage, dieses Spiel, das liegt uns, das liegt mir im Magen. Wie sehr konnte dieser heutige Erfolg die Verdauung ein bisschen sozusagen beschleunigen? Beschleunigen? Das werden wir sehen. Na, also es ist natürlich schön, wenn man 3 Tage nach so einem Tiefschlag auswärts in Ried gewinnt, da sind wir sehr zufrieden. Spiel hat aus meiner Sicht hat viele Torschancen auf beiden Seiten gegeben. Wir haben die unseren konsequent immer verwertet und darum haben wir auch gewonnen. Wie zufrieden sind Sie mit dem körperlichen Zustand der Mannschaft? Uns ist schon eher ein körperlicher Rückfall in der zweiten Hälfte aufgefallen. Es war kein körperlicher Rückfall, es war ein spielerischer Rückfall. Wir haben die Bälle noch mehr hoch nach vorne geschossen, die Räder haben es hoch zu uns im 16er zurückgeschossen. Und das haben wir erste Hälfte gegen Ende der ersten Hälfte viel besser gehabt. Da haben wir mehrmals die Chance gehabt, das 2:0 zu erzielen, haben aber immer den falschesten Pass gespielt. Je länger das 1:0 steht und je kürzer die Zeit ist, umso mehr will man es halt irgendwie drüber bringen. Heute haben wir es drüber gebracht, wir freuen uns, weil es ist nicht selbstverständlich, dass Rapid hier gewinnt. Katzer rechts in der Verteidigung, der muss zur Pause gehen. Waren Sie überhaupt nicht zufrieden, so wie er gespielt hat? Oh ja, aber ich muss ja mit meinen Möglichkeiten auskommen. Also ich habe Trimmel auf der 4. Gelben stehen. Schimpelsberger wird nicht so rasch fit sein, also wird der Mecke dann vermutlich rechts hinten spielen müssen. Das haben wir uns erste Hälfte angesehen, er hat sich bemüht, wollten aber dann auch ein bisschen offensiver nachtauschen, um eben das zweite Tor zu erzielen, und haben dann gerade zurück eingegeben.
Ganz allgemein, wie zufrieden sind Sie mit der Leistung der Defensive? Es wurden eben, Sie haben es angesprochen, viele Torschancen zugelassen, auch der Rieder. Ja, die Torschancen zulassen tut auch die ganze Mannschaft. Also mit meiner unmittelbaren Innenverteidigung war ich sehr zufrieden. Die arbeiten richtig gut. Ja, wir sind auch erste Hälfte, glaube ich, zweimal durch den Steff allein vom Tor gestanden. Sie haben ihre Möglichkeiten in erster Linie aus Standardsituationen gehabt. Das haben wir gewusst, da sind sie sehr, sehr gut. Heute ist es für uns gut ausgegangen. Freuen wir uns drüber. Gut, sage ich danke vielmals, Peter Schöttl. Also, Rapidler können sich freuen, haben eben heute dieses Spiel hier gewonnen. Viele Torchancen wurden angesprochen. Wir schauen uns ein paar an aus dieser zweiten Spielhälfte, Roman. Zunächst einmal eine von vielen wirklich guten Tormöglichkeiten für die Rieder nach einer Standardsituation. Freistoß von Meilinger. Meilinger hat die Flanken heute, die Freistöße sehr gut reingebracht. Und das ist hundertprozentig eigentlich für mich. Da muss ein Stürmer oder ein Rieder braucht nur ein bisschen einnicken, beide zu zaghaft. Wenn sie ihm da ein bisschen einen Tupfer geben, den Ball ist Königshofer im Prinzip ohne Chance. So bleibt er stehen und der Ball fällt ihm dann in die Arme. Aber das hat mir im Spiel der Rieder im Abschluss gefehlt. Diese letzte Konsequenz, der unbedingte Wille, das Tor zu erzielen, der war nicht vorhanden. Ein anderer Rieder, der auch nicht vom Glück verfolgt war im Abschluss, der Ex-Rapidler René Gartler, der einige Möglichkeiten hatte, wie auch die folgende nach ungefähr 55 Minuten. Ja, macht aber was. Ich sage, das hat mit Glück da nichts zu tun. Das ist zu unkonzentriert. Auch das ist eine wirklich für einen Goalgetter eine wirklich gute Chance, im 16 Meter relativ unbedingt zum Abschluss zu kommen, dann muss er den Ball zumindest aufs Tor bringen. Ne? Also das hat mit Glück oder Pech dann nichts mehr zu tun. Das ist zum Teil dann Unvermögen am heutigen Tag, weil er hat ja bewiesen, dass er Tore machen kann, wenn es auch nur drei bis jetzt waren, aber doch. Aber das aufs Glück oder auf Pech sich auszureden, ist, glaube ich, der falsche Weg. Reinhard Walkenberger hat René Gartler nach dem Schlusspfiff zu sich zum Interview gebeten. René Gartler, zeitweise war es wie verhext. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, Sie haben sich auch sehr bemüht. Waren Sie ein bisschen nervös, auch weil es Rapid war? Nein, überhaupt nicht. Ich habe schon im Vorfeld gesagt, das ist schlussendlich ein Spiel wie jedes andere. Es ist um drei Punkte gegangen, die wir nicht geholt haben. Das ist sehr ärgerlich. Ich glaube, die letzten drei Heimspiele von uns waren ziemlich ähnlich. Wir haben immer Chancen gehabt und sind dann durch unnötige Gegentreffen in Rückstand geraten. Es fehlt uns im Moment, dass wir sich selber belohnen. Aber wir werden. Aber was fehlt da? Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist ab und zu sind es Zentimeter, Millimeter. Ja, es ist im Fußball leider so, dass ab und zu gibt es einen positiven Lauf und dann einen negativen. Wir sind definitiv ein bisschen im negativen Lauf, aber wir kommen da wieder raus, weil wir sind mental stark genug und nächste Woche bzw. Mittwoch im Cup haben wir schon die Chance und nächste Woche am Samstag haben wir schon wieder das nächste Heimspiel, wo wir endlich diese Negativserie brechen wollen. Was sagen Sie zu Ihrer Ex-Mannschaft? Ja, ich glaube, dass wir überlegen waren, dass wir die besseren Chancen gehabt haben. Und sie haben uns dann am ersten Tor Cleverness falsch so schnell abgespielt, wo wir nicht aufgepasst haben. Ja, Rapid ist eine Spitzenmannschaft. Solche Dinge zeichnen sich natürlich auch aus. Gewinnen solche Partien, obwohl sie nicht stärker waren. So ist es im Fußball. Danke, René. Bitte. Ja, und auch andere Rieder hatten die Möglichkeit, hier den Ausgleich zu diesem Zeitpunkt im Spiel zu erzielen, wie zum Beispiel Clemens Weich, der heute zum allerersten Mal von Beginn an mit dabei war. Er prüft mit einem Schuss Lukas Königshofer ein paar Minuten nach der Szene, die wir vorhin gesehen haben. Ja, schöner Angriff über links. Da setzt er sich dann gut durch, ein gut angetragener Schuss, aber schaut spektakulärer aus, als es dann eigentlich ist. Dankbar für den Torhüter Königshofer. Wehrt gut zur Seite ab, so kommt es auch zu keiner Möglichkeit für die Rieder praktisch im Nachschießen noch zum Erfolg zu kommen. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, und dann noch einmal die Rieder und noch einmal René Gartler, Roman. Und da frage ich mich, was hat er da im Sinn gehabt bei der folgenden Aktion? Die nächste gute Möglichkeit, die er hier vergeigt. Das ist das, was ich vorher schon angesprochen habe. Da fehlt mir entweder hier, hat er zuerst Angst, dass der Torhüter rauskommt. Der Torhüter hat im Moment auch Angst, rauszugehen auf den Home-Ball. Und dann geht er auch noch mit der Hand hin. Also ein Mittelstürmer, eine richtige Sturmspitze, da muss er mit vollem Gewicht auf den Ball draufgehen. Und dann schießt er normalerweise den Königshofer aus der Distanz samt den Ball ins Netz. Unsicherung. Ganz genau, ganz genau. Und auch Konzentration und eben diese Entschlossenheit, dieser unbedingte Willen hier, das Tor zu machen. Der hat mir gefehlt. Der hat gefehlt und den Riedern ist eben kein Tor gelungen. Kein Punkt kann hier mitgenommen werden. Heinz Fuchsbichler im Gespräch mit Reinhard Walkenberger. Ried hatte Chancen, aber heute wieder eine Heimniederlage. Heinz Fuchsbichler. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ihr habt 500-prozentige Torchancen gezählt von Rapid. Waren es, glaube ich, ein oder zwei. Nur im Endeffekt sieht ein Sieger vom Platz. Es ist leider Gottes wie vernagelt das Tor bei uns in den Heimspielen. Ja, ist das nur Pech? Ist das nur Unvermögen? Ja, im Prinzip ist es
so, wenn du das erste Tor machst, wo wir wirklich die Hunderter gehabt haben, dann wahrscheinlich gewinnst du die Partie 2-3-0. Aber natürlich, Rapid ist immer gefährlich, das wissen wir. Und durch ein Missverständnis in der ersten Halbzeit gehen wir in den Rückstand. Und dann ist es natürlich schwierig, wieder zurückzukommen. Aber die Mannschaft hat gut gespielt, das war in Ordnung. Und ja, aus dem Grund, zweite Halbzeit, wir haben alles versucht, Torschossen gehabt, aber jetzt ist es im Endeffekt passiert. Wir haben eine Niederlage und das tut weh. Was sagen Sie der Mannschaft? Sagen Sie, okay, das kann passieren oder wird es ein Donnerwetter geben? Nein, im Endeffekt werden wir dieses Spiel analysieren. Und wie gesagt, es war sicherlich kein schlechtes Spiel von uns. Wir haben die Chancen nicht verwertet. Wir haben auch eigentlich wenig zugelassen. Wir waren aggressiv. Wir haben eigentlich alles umgesetzt, was wir uns auch vorgenommen haben. Aber unterm Strich, ja, ist es einfach bitter. Danke. Ja, und was hat Rapid vor allem offensiv gezeigt in der zweiten Spielhälfte? Eine Möglichkeit, die gab es durch Burgstaller nach etwas mehr als einer Stunde. Das alles, wie gesagt, noch beim knappen Spielstand von 1-0 für die Gäste. Ja, da setzt er sich einmal gut in Szene, auch zu selten heute für seine Möglichkeiten. Und Gebauer hat schon letzte Woche bewiesen, dass er in Salzburg war, grandios gehalten, dass er im Moment wirklich in toller Form ist. Das beweist auch hier, weil der war nicht wirklich leicht zu halten. Scharf, platziert, flach, aber trotzdem ist er am Posten. Peter Schöttl hat selbst angesprochen, um eben auch mit den Kräften zu haushalten, dann umgestellt in Spielhälfte 2. Prager ist auch rausgenommen worden. Hast da du den Eindruck, dass der wirklich die Kraft hat für volle 90 Minuten auf höchstem, auf schnellstem Niveau? Naja, hat er den Beweis geliefert, weil er hat ihn ja dann auch früher rausgenommen. Also hat den Eindruck habe ich nicht. Er macht mir nicht den fittesten Eindruck. Aber er ist am Donnerstag auch schon ins Spiel reingekommen. Vielleicht war er etwas müde. Ich sehe es genauso, dass die Rapidler nicht spritzig waren, speziell dann in der zweiten Halbzeit. Nicht genug oder genügend Kraft hatten, nochmal wirklich dazuzusetzen. Hoffmann dann rechts im Mittelfeld. Hat sich auch nicht so wohl gefühlt. Nein, nicht wirklich. War erste Halbzeit im Zentrum aktiver. Er hat auch selten mit Burgstaller die Positionen gewechselt, was er sonst sehr oft macht. Aber beide Tore vorbereitet. Das spricht absolut wieder für seine Qualität. Genau so ist es. Damit hat er jetzt schon 7 Assists. Ist er der Beste in der Liga bisher. Steffen Hoffmann als Vorbereiter des 0-2 hier in Ried des zweiten letztendlich spielentscheidenden Treffer durch Christopher Trimmel. Ja, eigentlich war die Situation schon vorbei. Sonnleitner kommt irgendwie noch zum Ball. Die Reingabe von Steffen Hoffmann ist perfekt, auch die Ruhe, die der Trimmel da in der Situation hat. Aber Meilinger draußen muss ganz einfach dort energischer auf den Zweikampf gehen. Mal kurz warten, jetzt kommt der Ball nochmal raus von Sonnleitner. Meilinger sprintet nach und jetzt dreht er sich weg. Also da braucht er nur zum Ball hinrutschen, muss gar nicht mit Gestreckten hingehen, sondern nur am Schnitt, dann kann eigentlich gar nichts passieren. Aber er ist auch noch jung und ist dann auch eine Erfahrungsgeschichte. Aber im Prinzip war das die einzige Chance, die der Steffen Hoffmann in dieser Situation hatte, eben zu spekulieren, dass er ganz einfach mit dem Vollriss scharf geschossen und vor das Tor bringt. Ja, Trimmel macht dann eben das Tor und wen hören wir jetzt? Den Torschützen zum 2-0, Christopher Trimmel. Und dann das 2-0, Christopher. Ja, Gott sei Dank. Es war ein schwieriges Match. Und wir haben uns vorgenommen, das zweite Tor zu machen, dass wir ein bisschen Ruhe kriegen. Man hat gesehen, das war eine reine Kampfpartie. Und warum war es eine Kampfpartie? Mein Ried hat ja einige Chancen auch gehabt vor dem 1-0. Ja, schon. Wir wissen, Ried ist eine gute Mannschaft und geht gut in die Zweikämpfe rein. Und wenn du da, glaube ich, nicht 100% gibst, wirst du da verlieren. Und das haben wir gewusst. Und daher war das Spiel sehr geprägt von Zweikämpfen, von Kampf. Wie habt ihr denn das weggesteckt, diese Euroleague-Niederlage? Ja, natürlich braucht man 1-2 Tage für sowas, weil wir die bessere Mannschaft waren. Aber trotzdem sind wir jetzt froh, dass wir in der Bundesliga jetzt wieder voll Punkte haben können. Und ja, jetzt schaut es in der Tabelle auch wieder gut aus. Also, Rapid gewinnt heute. Gestern gab es ja auch einen großen Schlager aus. Für René Gadler ist es das erste Aufeinandertreffen gegen seinen Ex-Verein Rapid seit seinem Wechsel im Sommer nach Ried und die Gäste aus Wien gleich zu Beginn. Im Vorwärtsgang über Guido Burgstaller, der auf Steffen Hoffmann und der Kapitän in seinem 300. Bundesligaspiel nach etwas mehr als 30 Sekunden beinahe mit der frühen Führung trifft den Ball, aber nicht ideal. Die Partie nimmt gleich von Anfang an richtig Fahrt auf. Die Rieder nach nicht einmal 2 Minuten mit schöner Kombination und dann ist es Anel Hatschic letztendlich, der mit seinem schwachen linken Fuß die erste Topchance für die Innviertler liegen lässt. Zuvor schöne Kombination über René Gadler und Marco Meilinger. Heinz Fuchsbichler ändert sein Team im Vergleich zum 1-1 in Salzburg nur auf einer Position, bringt für Nacho Clemens Walch in die Startelf und der neue Mann nach 9 Minuten mit der guten Flanke auf Marco Meilinger. Schwierig, der Ball dann zu verwerten, der Mittelfeldspieler aber auch nicht mit der letzten
Entschlossenheit. Bei Rapid gibt es im Vergleich zur 1:2 Heimniederlage in der Europa League 4 Veränderungen. Terence Boyd nur auf der Bank, für ihn rückt Danny Ahler in den Sturm. Der setzt sich gut durch und dann prüft Mario Sonnleitner Thomas Gebauer, der Schlussmann, das erste Mal in diesem Spiel so richtig gefordert und gleich mit einer starken Parade. Dann Foulspiel von Mario Reiter an Christopher Trimmel. Klare Sache, Danny Ahler führt schnell aus auf Steffen Hofmann, der mit jeder Menge Zeit. Und in der 30. Minute steht es 1:0 für Rapid. Torschütze Guido Burgstaller. Die Rieder lassen sich beim Gegentreffer komplett überraschen. Meilinger hat Hofmann nicht im Auge. Burgstaller setzt sich im Kopfballduell gegen Marcel Ziegl durch und erzielt seinen ersten Kopfballtreffer für die Hütteldorfer. Und 3 Minuten vor der Pause, Rapid noch mit einer guten Chance. Burgstaller auf Thomas Prager, der mit gutem Schuss, Gebauer war noch besser. Und so steht es in einer äußerst attraktiven und unterhaltsamen ersten Spielhälfte. 1:0 für Rapid. Für Ried-Trainer Heinz Fuchsbichl und seine Elf kündigt sich zur Halbzeit die 4. Heimniederlage im 5. Spiel an. Nach Wiederbeginn das Spiel weiterhin sehr intensiv geführt. Es fehlen aber die richtig zwingenden Torraumszenen. René Gadler viel zu harmlos, 7 Meter vor dem gegnerischen Tor, trifft den Ball dann ganz einfach nicht in der 56. Minute. Hier wäre viel mehr möglich gewesen. Und nur 2 Minuten später, starke Einzelaktion von Clemens Walch bei seinem Startelfdebüt und auch stark reagiert von Lukas Königshofer. Rapid benötigt rund 15 Minuten nach dem Seitenwechsel, um zur ersten Offensivaktion in Hälfte 2 zu kommen. Der eingewechselte Lukas Krozurek überlässt Burgstaller die Kugel. Und dann Thomas Gebauer im Nachfassen. Die Innviertler gefährlich auch nach Standards. Anel Hacic auf René Gadler und der trifft nur Aluminium. Den Hausherrn möchte einfach kein Treffer gelingen. Gadler, der gefährlichste Rieder, zwar noch mit der Hand am Ball dran, aber dies nicht gesehen vom Schiedsrichterteam. Dann Glück für Guido Burgstaller. Sieht nur die gelbe Karte nach diesem überharten Foulspiel an Schicker. Schiedsrichter Schörgenhofer hätte auch rot zeigen können. Rapid weiterhin vollzählig und mit diesem Freistoß von Danny Ahler. Mario Sonnleitner setzt gut nach. Hofmann mit der Reingabe und am zweiten Pfosten steht Christopher Trimmel. Der hat keine Mühe, das 2:0 für die Hütteldorfer zu erzielen. Die Partie in der 84. Minute somit entschieden. Sonnleitner ist vor Reifelshammer noch am Ball dran. Hofmann dann mit der scharfen Reingabe. Burgstaller verfehlt zunächst noch. Trimmel dann aber nicht und erzielt seinen zweiten Saisontreffer in der Meisterschaft. Hofmann mit seinem zweiten Assist im Spiel. Rapid gewinnt bei der SV Ried mit 2:0. Vor allem auch deshalb, weil man das effizientere Team ist, wie auch der Torschütze zum 1:0 feststellt. Wir waren halt, glaube ich, eiskalt vom Tor. Bis auf ein, zwei Situationen, wo wir vielleicht noch konzentriert abschließen müssen. Aber ich glaube, in Ried ist nie leicht spielen und deswegen sind wir froh über die 3 Punkte. Gute, wo die Rapid-Defensive aus Rapid-Sicht auf der linken Seite sehr offen scheint. Was ist hier passiert? Ja, also erstens einmal überhaupt, ja, in der ganzen ersten Halbzeit ist es ein bisschen zu einfach für Bauk, dass sie immer in Strafraumnähe oder so wie hier dann sogar in den Strafraum hineinkommen. Die Rapid-Verteidigung ist zwar dann in den Zweikämpfen stark, aber ich glaube, dass vom Mittelfeld her müsste etwas mehr ein Filter drin sein, der schon sehr viel aufhält im Mittelfeld. So kommen die Griechen immer wieder ganz, ganz schnell vor das Tor von Rapid. Und das ist natürlich äußerst krass. Dass wir das erste Mal ein bisschen die Luft angehalten haben, wegen einer guten Szene für Rapid. Wir sehen sie hier, Burgstaller, und am Ende dann ein Katzerschuss. Ja, der Fehler liegt vielleicht darin, dass eben Krozurek, der den letzten Pass gibt, eben Katzer den Ball nicht vorne richtig hineinspielt, sondern ein bisschen nach hinten. So hat man auch gesehen, dass Katz einen Zwischenschritt machen muss und dann ganz einfach die Koordination für einen wirklich guten Schuss nicht mehr hat. Dann schon Riesenglück wieder für Rapid. Das sieht Sonnleitner nicht gut aus. Und dieser Athanasiadis, der uns schon davor auch aufgefallen ist. Ja. Der macht das natürlich herrlich und für Sonnleitner ist es natürlich auch schwer, denn hier ist er im Strafraum und hier riskierst du natürlich einen Elfmeter, aber so wegschieben darf man sich klarerweise auch nicht lassen. Da ist er vielleicht um einen Tick zu nah am Mann. Wenn er da ein bisschen abwartet und die Drehung abwartet, kann er besser eingreifen. So bessert aber Gerson
Gott sei Dank aus, denn hier wäre auch ein Schuss schon sehr gefährlich gewesen. Und so spielt der Grieche aber noch einmal ab. Ist aber dann alles egal. Letztendlich in der 25. Minute ist es bei unserem Regieplatz ein bisschen lauter geworden. Auch Herbert Boaske hat laut aufgeschrien. Eigentlich in diesem Spielzug ist es eigentlich immer zu eng für Rapid. Und trotzdem 1:0. Ja, also das war natürlich von Deni Alaa eine Weltklasse-Aktion. Auch hier vor Ildiz geht in 2-3 Mann hinein. Und das ist perfekt, denn er steht hier ganz alleine mit den super Drüberheber und gleich mit den Außenristern neben die Stange ins Tor. Also ein wirklich sehr schönes Tor. In der letzten Szene in der ersten Hälfte auch sagen, in der Nachspielzeit, 46. Minute. Und das ist eigentlich ein Geschenk für Rapid, dass es hier nicht 1:1 steht. Ja, also das da darf man erstens einmal diesen langen Pass darf man nicht durchlassen. Und vor allem muss man dann, weil er ja doch lange unterwegs ist, muss ein Spieler auf den Ball gehen. Hier sind drei Rapidler, die dann stehen und nur mehr zuschauen. Und zum Glück schießt der Stürmer den Ball neben das Tor.